Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelanleitung. Die Christine von Stamp Girls for Fun auf Instagram findet ihr sie unter diesem Namen, hat ja eine Anleitung für diese Werkzeugkastenbox oder Toolbox auf meinen Blog gestellt, in einem etwas größeren Format als Zettelbox. Da ich aber so ein Mini-Fan bin, habe ich das Ganze ein bisschen kleiner gewerkelt und dachte mir, ich mache auch gleich mal ein Video für euch. Dann seht ihr auch gleich, wie man dieses Motorrad hier zusammenbaut. Was braucht ihr? Ihr braucht einfach einen schwarzen Farbkarton, wenn ihr das jetzt genauso basteln wollt wie ich. Dann dieses neue Produktpaket Motorradfahrt. Da habt ihr die Stanzformen für das Motorrad drin. Das findet ihr im neuen Mini-Katalog. Und aus dem Papierset für Motorradfans dieses Papier, das habe ich jetzt benutzt. Christina hat ein anderes Papier aus der Serie benutzt. Da habt ihr ja 12 Bögen drin, die alle auf einer Seite so Anthrazit und gelackt sind und auf der anderen Seite halt so ein bisschen gemustert. So, dann wollen wir gleich mal anfangen. Ihr könnt euch auf meiner Webseite auch die Anleitung downloaden mit den wichtigsten Maßen. Für die kleine Version, für die große steht alles im Blogbeitrag. Ihr braucht erstmal einen schwarzen Farbkarton. Und der wird jetzt erstmal zugeschnitten auf 16 mal 20 cm. Ich würde hier lang die 16 cm nehmen. Das ist ja bei dem Papierschneider hier genau der Anschlag am Ende. Dazu müssen wir den halt ein bisschen aufklappen. Und genau am Ende haben wir die 16 cm. Und dann brauchen wir noch 20. Also einen Zentimeter schneiden wir ab. Ich bin ein Freund davon, alles mit dem Papierschneider zu machen, deswegen macht jetzt gerne mit. Du legst die lange Seite im Papierschneider oben an und zwar bei 12 cm und faltest einmal durch. Und dann verschiebst du das Ganze nochmal auf 8 cm und faltest nochmal durch. Jetzt haben wir hier schon zwei Falzlinien, die wir nutzen können, damit wir wissen, bis wohin wir schneiden bzw. falzen müssen. Jetzt legst du die kurze Seite im Papierschneider oben an und zwar bei 4 cm. Und jetzt schneidest du bis zu dieser Falzlinie von oben nach unten bzw. ich mache es immer so, dass ich hier einsteche und nach oben schneide. Das Ganze machen wir dann hier nochmal und dazwischen wird gefalzt. Also diese Nut des Papierschneiders auf die gefalzte Linie setzen, einpieksen, nach oben schneiden, ein bisschen anheben und nach unten schneiden, zwischendrin falzen. Wenn du da jetzt ein bisschen nach oben und nach unten kommst, macht es nichts. Dann machen wir das auf der anderen Seite nochmal genauso. Wir legen bei 4 cm an. Schieben die Nut auf die Falzlinie, es kann auch ein Millimeter drüber sein, schneiden nach oben, heben wieder ein bisschen an und schneiden nach unten. Zwischendrin wird gefalzt. Und jetzt nehmen wir unser Papier wieder in die andere Richtung, die lange Seite liegt oben. Und jetzt legen wir unser Papier nicht ganz bei 4 cm an. Es geht jetzt darum, diese Stelle hier zu falzen, die wird dann nach innen umgeknickt. Aber wenn die jetzt genauso lang ist wie dieses Teil, dann macht es eine Beule. Deswegen setzt ruhig ein bisschen vor 4 cm an. Ich lasse so einen halben Millimeter Platz. Und dann wird gefalzt. Und von der anderen Seite mache ich das genauso. Also bei 3,9 cm ungefähr. So. Jetzt müssen wir hier noch unsere Klebefalze rausschneiden, deswegen legen wir jetzt an bei 7 cm und jetzt wird geschnitten. Und zwar von dieser Schnittlinie hier nach oben und auch nach unten. Dann können wir das jetzt einfach rausziehen, drehen das Ganze nochmal um, bei 7 cm anlegen, die Nut in Höhe des Schnittes nach oben schieben
und das Ganze nach unten. Warum schneide ich nicht gerne so lang? Da passiert es doch schnell mal, dass ich zu weit schneide. Dann hat man vielleicht so ein bisschen im Schwung und dann hat man zu weit geschnitten und ist drin im Projekt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, kommt noch Designerpapier drüber, aber muss ja nicht sein. So, als nächstes könntet ihr euch gleich nochmal das Designerpapier zuschneiden. Ich habe, wie gesagt, dieses genommen. Hier muss man so ein bisschen auf die Richtung achten. Ein Teil habe ich schon zugeschnitten, also das habe ich noch übrig. Ah nee, das reicht nicht mehr. Also muss ich noch mal komplett schneiden. Ich gucke so, also so lang werden die Teile, also muss ich jetzt den Streifen so schneiden. Ich lege an bei 3,8 und ich brauche 16 cm knapp. Ich schneide mir jetzt hier den ganzen Streifen raus, weil ich jetzt hier leider nicht das metrische Teil habe. So, und dann schneide ich ab bei 7,9 cm und das Ganze nochmal 7,9 cm. So, und dann brauchen wir noch die Seitenteile. Da nehmt ihr jetzt euer Restpapier oder wenn ihr noch ein anderes Papier habt, wir brauchen jetzt zwei Streifen, die 8 cm lang sind, nee, die 16 cm lang sind und 4 cm breit. Das Ganze ist jetzt 21 cm, die Länge reicht aber auch nicht. Also wenn ihr noch einen Rest habt, sucht euch ruhig einen Rest. Ich schneide mir jetzt hier schon mal ein bisschen was weg, dass ich nicht alles hier total vermurkse. So, lege an bei 4 cm und schneide. Und mache mir noch einen zweiten Streifen. Und dann muss ich hier nochmal nachschneiden. Genau. So, diese beiden Streifen falzen wir jetzt bei 8 cm. Also ich habe die Seitenteile doppelt gemacht. Das ist mir ein bisschen stabiler. So, und dann wird das gefalzt. Und dann kann der Papierschneider auch schon weg. Die Seitenteile klebe ich gleich mal zusammen, dann kann das gut durchtrocknen. Hier ruhig noch mal mit dem Falzbein rüber, dass das auch wirklich richtig schön glatt wird. Und dann lassen wir das trocknen und schneiden uns jetzt hier die Klebefalze noch ein bisschen schräg zu, damit die nicht vorgucken. Das könnt ihr jetzt so ein bisschen Highlife machen. Da kommt es nicht darauf an, dass das alles genau gleich ist. Und dann kann gefalzt werden. Also einfach noch mal gut nachknicken, damit unsere Verpackung dann keinen Bauch macht. Und auch die Klebefalze werden nochmal nachgezogen mit dem Falzbein. Und dann werden die Klebefalze innen, ach, ich mache erstmal die beiden unteren, innen an der Box angeklebt. So.
Schau, dass es außen schön bündig ist. Und dann die anderen beiden. Also schön gucken, dass es hier außen bündig ist und nicht irgendwie zu weit nach innen oder nach außen geklebt ist. Das kann jetzt trocknen. Jetzt müssen wir uns hier anzeichnen, wie wir das Dreieck zuschneiden. Ich nehme dafür mein Geodreieck. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr dieses Schmierpapier habt, das Schmierpapier nehmen. Da zeige ich mal, wie das geht. Wir legen das hier mittig an. Ist ja 4 cm breit, passt also genau zwischen zwei dieser Linien. Und dann setzt du dir eine Markierung. Also ich habe jetzt 1,2 cm genommen, ungefähr, und hier bei 3 cm. Und dann brauchst du eine gute scharfe Schere. Ich bin jetzt nicht so der Highlife-Schneider, also ich setze die Schere wirklich hier an der Markierung an. Lege die auch hier oben auf die Markierung und dann schneide ich. Und dann klappt das in der Regel ganz gut. So, andere Seite mache ich von oben. Hier an der Markierung ansetzen. Hier sozusagen ausrichten, als wäre die Schere ein Lineal. Und dann wird geschnitten. Ich glaube, ein Müh muss ich noch. Genau. Und jetzt kannst du das zweite Teil hier einfach so ansetzen. Muss natürlich bündig sein. Und dann hier nochmal schneiden. Musst du gut festhalten, dass es nicht verrutscht, weil dann wird es schief. So, jetzt habe ich beide bündig und es passt. So, dann muss hier natürlich ein Loch rein. Und da haben wir jetzt ein, naja, kleines Problem. Ich habe noch diese Lochzange, die gab es mal bei Stamping Up. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und da passt dann genau so ein Papiertrinkhalm durch. Wenn du da eine passende Lochzange hast, wunderbar. Wenn nicht, gucke mal, womit du lochen kannst. Und eine Alternative wäre ein Stück Farbkarton, dann zum Beispiel über einen Trinkhalm einfach zu rollen. Das ist natürlich ein bisschen fummelig, muss man ein bisschen gucken. Und dann kannst du hier eigentlich jedes Loch reinstanzen. Das passt sich ja dann an. Aber ich habe ja Gott sei Dank diese Lochzange. Und damit das jetzt auch passt, loche ich mir erstmal eins hier vor, halbwegs mittig, hoffe ich. Könnte passen. Ein bisschen runter gehe ich noch. Ist natürlich mit dem doppelten Farbkarton jetzt nicht ganz so einfach. Und lege mir das zweite drunter. Raste die Lochzange wieder ein. Und loche jetzt auch das zweite Teil. Also da müsst ihr, wie gesagt, gucken, was ihr für Locher habt, wie das funktioniert bei euch. So, jetzt drehe ich es mal um und gucke. Ja, passt sogar halbwegs von beiden Seiten. Das ist aber gar nicht so einfach. Prima. Gut, dann hat das jetzt mittlerweile angezogen. Das heißt, wir können mit der Box weiterarbeiten. Jetzt guckt schon mal, ob ihr diese Klappseiten hier gut reinkriegt, die werden wahrscheinlich ein Müh zu breit sein. Deswegen nehmt er dann die Schere und schneidet hier nochmal wirklich ganz wenig weg. Also das kommt jetzt nicht so drauf an,
Wer da nicht genau in die Box reinguckt, der sieht das nicht, aber es muss ja trotzdem nicht viel zu viel sein. Also ich schneide jetzt hier einen knappen Millimeter nochmal weg, damit das nicht sperrt beim Einlegen. So, und dann aber auch nicht probieren, das umzuschlagen, weil man kriegt es dann natürlich ganz schlecht wieder raus, weil das ziemlich bündig unten aufliegt. Jetzt guckt ihr nur noch mal, ja, das passt. Und jetzt macht ihr ein bisschen Kleber drauf. Dann wird das Ganze hier nach innen geklappt und am besten mit dem Falzbein festgedrückt. Und dann habt ihr nämlich eine richtig schön stabile Box. So, wer noch keine Demonstratoren von euch hat und noch auf der Suche ist, der kann sich bei mir gerne mal angucken, wie meine Sammelbestellungen funktionieren. Also wir bestellen immer alle gemeinsam, also meine VIP-Kunden und ich, ungefähr alle 14 Tage und bei Aktionen, wenn so eine Aktion jetzt ein paar Tage über dem Bestelltermin liegt, dann verschiebe ich die Bestellung. Und dadurch, dass wir alle gemeinsam bestellen, kommen wir immer auf eine relativ hohe Summe und bekommen fast immer 16% Shopping-Vorteil. Und den bekommt dann auch jeder passend zu seiner Bestellung. Bestellst du also für 100 Euro, kannst du dir für 16 Euro Gratisware aussuchen, komplett aus dem gesamten Katalog. Auch Gastgebersets kannst du da bestellen. Nachteil ist natürlich, es dauert etwas länger, weil das nur funktioniert, wenn ich eine große Bestellung mache für uns alle. Das heißt, die Ware kommt dann auch komplett zu mir. Ich packe um und verschicke sie weiter, aber dafür gibt es dann auch meistens ein kleines Goodie noch mit dazu, wenn ich das schaffe. Was du auch machen kannst, du kannst auch Bestellungen bei mir sammeln, wenn zum Beispiel mal eine Aktion stattfindet, wo es halt nur ein paar Artikel gibt, die vielleicht reduziert sind. Da kannst du auch sagen, lass liegen und schick mir das dann mit der nächsten Bestellung mit. Aktuell versende ich mit Hermes für meistens 5,50 Euro. Wenn es jetzt wirklich ein großes Paket ist, dann sind es 6 Euro. Aber in der Regel sind es 5,50 Euro. Und du bekommst eben einfach mehr Bastelmaterial für dein Geld und hast auch nicht diesen hohen Portosatz von Stamping Up, der ja aktuell bei 7,95 Euro liegt. Also da kannst du dich gerne mal melden oder guck dich auf meiner Webseite um, www.maystampart.de. Da ist auch nochmal alles beschrieben. Du kannst auch online bestellen ab und zu, wenn du jetzt wirklich mal schnell Ware brauchst und dann, wenn du ein VIP-Kunde bist bei mir, wenn du also mehr oder weniger regelmäßig dich an Sammelbestellungen beteiligst, dann wird dieser Shopping-Vorteil bei mir auch gesammelt und dann kannst du den bei einer späteren Bestellung auch direkt bei mir einlösen. Also wenn du für 100 Euro dann im Online-Shop bestellst, musst du auch 100 Euro bezahlen, kriegst Ware für 100 Euro und 16 Euro stehen dann bei mir als Guthaben für dich bereit. Das kannst du dann bei einer weiteren Bestellung einlösen. Okay, wir machen weiter. Unsere Schachtel ist jetzt gut abgetrocknet und die Seitenteile kleben wir jetzt außen auf. Da mache ich das so, dass ich mir den Kleber hier auf die Box gebe. Dann habe ich nämlich den Kleber nicht irgendwie verschmiert am Seitenteil, weil ich nicht genau weiß, bis wohin. Es ist auch wichtig, dass der relativ weit am Rand ist, denn das soll ja wirklich von vorne und hinten kleben. Und dann stellst du die Box hin, schiebst das Seitenteil ran. Mit den Fingern schiebst du das schön in die Mitte. Und wenn es schon angezogen hat, sich also nicht mehr verschiebt, dann kannst du das Ganze umklappen und mit dem Falzbein von innen dagegen drücken, dass eben auch alles gut klebt und man eben hier von der Seite nicht irgendwelche offenen Stellen sieht. So, die erste Seite passt. Und dann schaue ich mir die zweite Seite an. Auch nicht zu viel Kleber machen, wenn der rausquillt bei dem schwarzen. Also zumindest bei dem, ich klebe ja mit Holzleim. Bei meinem Holzleim ist es so, dass der dann bei schwarz tatsächlich auch Flecken macht. Wenn du Tombow benutzt, weiß ich nicht, wie das ist.
Aber mit dem Tombow komme ich nicht so gut klar. Den habe ich dann an den Fingern immer und dann klebt der ewig und 3 Tage. So, unten ansetzen, denn so ist sicher, dass hier oben tatsächlich alles passt. Bisschen anziehen lassen, umdrehen und mit dem Falzbein gut nachdrücken, vor allen Dingen an den Seiten. Also hier gut drücken, dass auch alles gut verklebt. So, und dann schaust du dir an, welche Seite dir am besten gefällt. Die finde ich nicht ganz so toll. Hier sieht man so ein bisschen Klebereste. Aber hier von vorne, also das nehme ich jetzt als vorne, sieht das richtig gut aus. Gut. Da klebe ich jetzt mein Dekopapier auf. Auf der Rückseite auch. Wenn du hier sehr, sehr viel von diesem Beschichteten hast, dann kann es sein, dass du mit Tombow kleben musst oder mit Klebeband oder Klebestreifen. Kann dann sein, dass das nicht gut klebt, aber ich muss eben sagen, ich habe das ja hier auch mit dem Holzleim gemacht, es funktioniert. Also wenn jetzt nicht einer am Designerpapier zerrt, mit dem Finger runtergeht und dran rumzieht, dann hält das auch. So, das wäre auch erledigt. Und dann brauchen wir unseren Trinkhalm. Ich gucke jetzt mal, wie lang der sein muss. Ungefähr bis hier. Und den schneide ich jetzt hier nicht mit Macht durch, sondern drehe den so ein bisschen über die Schere, dass die Schere immer weiter reinschneidet. Denn ich will ihn ja nicht platt machen, sondern so durchschneiden, dass es möglichst noch vernünftig aussieht am Rand. So, und das sieht ja ganz ordentlich aus. Jetzt könnt ihr entscheiden. Den hier habe ich mit Stamping Blends angemalt. Die färben jetzt nicht so sehr stark. Hier habe ich schon angefangen, einfach mit dem Marker zu malen. Also das wird dann so eher in Richtung Silber. Man kann es aber auch einfach so lassen. Es passt ja auch ein bisschen zu unserem Dekopapier. Also das kannst du machen, wie du möchtest. So, dann schieben wir den hier durch und der passt wirklich 1A durch dieses Loch. Wie gesagt, wenn du nicht diesen Locher hast, dann dreh dir Papier irgendwie über einen Trinkhalm oder über so ein Holzstäbchen oder so, und dann kriegt man es ein bisschen enger zusammengelegt. So, und es ist auch tatsächlich ziemlich gerade geworden, denn mein erstes Exemplar sieht man, glaube ich, von oben. Na, von oben geht's, aber von unten ist es nicht ganz gerade geworden. Aber das hier sieht ziemlich gut aus. So, jetzt brauchen wir natürlich noch das Motorrad, obwohl es auch möglich ist aus der Serie Naturabenteuer. Ich hatte heute einen Workshop, da haben wir einfach das Fahrrad aufgeklebt. Ich will aber mit euch jetzt mal das Motorrad zusammenbasteln. Dazu nehme ich mal mein Unterlegpapier weg. Was du jetzt hier siehst, ist die ganz neue Stanz- und Prägemaschine von Stamping Up, also die Mini-Version in Boho-Blau. Ich habe die nicht angemalt oder so. Die gibt es aktuell, wenn man Demonstrator ist, kann man die quasi noch vorbestellen, oder wenn man als Demonstrator einsteigt, dann gibt es die als Einstiegsangebot. Dazu sage ich am Ende des Videos nochmal was, wenn dich das interessiert, dann bleibst du einfach noch ein bisschen länger dran. Das Produktpaket Motorradfahrt kommt ja mit einem Stempelset und Stanzformen. Das sieht jetzt erstmal ziemlich verwirrend aus, aber so schlimm ist es gar nicht. Ich habe hier als Hintergrund das Motorrad in Anthrazit ausgestanzt. Das muss man nicht unbedingt machen, aber ohne das war mir das alles so ein bisschen zu fipslig. Also habe ich, wie gesagt, erstmal die Grundform in Anthrazit ausgestanzt. Das ist die Form, mit der du eigentlich hier diesen Stempelabdruck ausstanzt. So.
Grundform. Dann brauchst du dieses hintere Teil hier, also die ganze Technik, sage ich jetzt mal. Also ich bin kein Motorradfahrer, deswegen erzähle ich jetzt hier oder verwende hier wahrscheinlich nicht unbedingt die richtigen Bezeichnungen. Das habe ich ausgestanzt mit Silber. Wenn du Folie ausstanzt, macht es immer Sinn, das vorher grob auszuschneiden, weil die Folie nimmt natürlich auch jeden Abdruck auf von der Stanzplatte, wenn man da jetzt größere Stücke durchschiebt. Das leiere ich mir jetzt einmal vor und zurück. So, dann kann man sich das hier gut rauspieksen. Und jetzt haben wir eben hier gleich alles wunderbar eingeprägt. Das ist unser zweites Teil. Dann haben wir die Karosserie, wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Die stanze ich mit diesem dunkleren Papier aus. In dem Metallic-Papier sind ja drei Farbtöne enthalten. Das finde ich eigentlich ganz schön für dieses Motorrad. Dann haben wir hier die, Herrgott, ja, Speichen, wie auch immer. Da nehme ich jetzt wieder die ganz hell silberne Folie, lege mir die beiden Teile hier drauf. So, jetzt haben wir das. Und dann brauchen wir natürlich noch die Reifen. Und die sind hier auch gleich so, dass hier geprägt wird. Stanze ich natürlich in Schwarz. Dafür kann man gleich etwas von den Teilen nehmen, die wir abgeschnitten haben am Rand. Oh, ach nee, jetzt dachte ich schon, ich habe sie weggeschmissen. Schaut mal, man sieht hier gleich so ein bisschen diese eingeprägten Reifendetails. Und dann brauchen wir noch den Sattel, das ist dieses Teil. Und da brauchen wir ja nur wirklich bloß ein Restpapier. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Und dann geht es ans Zusammenkleben. Jetzt nehme ich wieder meine Unterlage. Wir haben also den Sattel, die Reifen, die Felgen, meinen Hintergrund, den man wie gesagt nicht unbedingt braucht, die Karosserie
und den Motorblock. So. Ich versuche es jetzt einfach mal ohne das Hinterteil und wenn mir das zu fipslig erscheint, klebe ich es drauf und wenn nicht, dann haben wir das so auch mal probiert. Jetzt klebe ich aber mal mit Tombow, weil wir ja jetzt hier wirklich Folie auf Folie kleben und ich glaube, das macht mein Holzleim nicht so gut. Man könnte das natürlich hier noch rausdrücken, aber ich habe es hier zumindest zum Teil drin gelassen. Oh, die drei Dinger lasse ich drin. So. Und jetzt mache ich hier wirklich nur ein paar dünne Punkte Tombow drauf. Damit das halt, wie gesagt, nicht überall klebt. Jetzt klebe ich das hier mal so ein bisschen mittig, also keine Ahnung, ob das tatsächlich so sein soll. Oder ob das Ganze weiter, wahrscheinlich muss es weiter vor. Dann kann man nämlich hier schön den Sattel auch mit ankleben. So, das hätten wir schon mal. Dann klebe ich die Reifen auf die Felgen. Auch da mache ich wirklich nur ein paar Mini-Punkte hin, damit das nicht rausquillt. Und dann kann man das wunderbar, wenn ihr hier von beiden Seiten drückt, dann sitzt das. Dann noch mal ein bisschen zusammendrücken, das Ganze nicht zu doll schieben, sonst verschiebt es sich. Hoch. Ja. So, das zweite. Jetzt wird dieses dünne Teilchen da und ein bisschen was vom Schutzblech noch mit aufgeklebt. Jetzt kann ich nämlich das Rad hier auch perfekt in der Mitte hoch in der Mitte ansetzen. Das klappt nämlich nicht, wenn man das hier drauf klebt. Also zumindest hat es bei mir nicht ganz so gut geklappt. Aber wenn das so ein bisschen frei schwebend ist, dann passt das ja ganz gut. So, und das muss ja jetzt auch hier drauf. Na, das geht ja gut. So, wo ist jetzt hier? Ist der Punkt. Und dann können wir hier auch noch ein bisschen Kleber machen, dass es nicht ganz so spürlich ist und nur an einem Punkt klebt. So, und am Ende muss noch der Sattel drauf. So. Und den könnt ihr hier einfach, ja auch dadurch, dass das hier so einen Schlitz hat, kann man den so ein bisschen schieben, so wie man sich das denkt. Dann müssen wir die Dimensionals ein bisschen zuschneiden. Und am besten auch die schwarzen nehmen. In der Mitte kann man die ja erstmal aufsetzen und in die Räder würde ich jetzt hier kleine Vierecke reinkleben.
So, ich glaube, das reicht. Ach, ich mache hier oben noch eins drauf, dann ist es ein bisschen stabiler. So, und dann setzt ihr das hier einfach so auf, wie ihr das haben möchtet. Genau, und jetzt ist unser kleines Goodie eigentlich auch schon fertig. Ich habe hier so ein paar Grisselpapier-Dinger reingepackt. Ich habe noch eine Flasche Kümmerling gefunden bei uns in der Speisekammer. Die ist schon uralt, die kann wahrscheinlich keiner mehr trinken. Ferrero Küsschen kann noch mit rein. Oder es kann ja auch irgendeine andere kleine Flasche oder sein oder so sein. Und dann kann man das noch auffüllen mit so ein bisschen Grisselpapier, dass das hier nicht durch die Gegend fliegt. Könnt ihr auch was anderes reinmachen. Da passt bestimmt auch noch ein. So, jetzt fällt ja wieder alles auseinander. Rocher passt hier auch noch mit rein. Genau. Wer möchte, kann auch vielleicht noch hier einen kleinen Anhänger dran machen oder so. Also das Ganze ist fertig. Gefällt mir, glaube ich, sogar besser als mit dem Hintergrund für das Motorrad. Aber muss natürlich sagen, es ist ein bisschen fummeliger, aber sieht natürlich viel echter jetzt in Anführungsstrichen aus. Wer sich noch für den Einstieg als Demonstrator interessiert oder für diese bohoblaue Maschine, der kann jetzt noch mal kurz dranbleiben. Den anderen danke ich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dann soll es jetzt noch mal um dieses neue Maschinchen gehen in der schönen Farbe. Das ist ja ein Einstiegsangebot, wie ich das schon vorher gesagt habe. Aktuell für den Januar, Februar 2023, allerdings auch nur so lange, wie das Angebot reicht, beziehungsweise wie die Stanzmaschine da ist. Bei Stamping Up kannst du ja das ganze Jahr über einsteigen und Demonstrator werden. Und immer mal zwischendrin gibt es so ein besonderes Angebot, wo es halt nochmal was on top gibt. Und das ist jetzt aktuell der Fall. Also wir sind jetzt im Januar 2023. Kann natürlich sein, dass die Maschine schon Ende Januar ausverkauft ist. Weiß man immer nicht vorher. Drei Optionen gibt es aktuell. Bei der Option 1 bekommst du halt diese Maschine und Ware im Wert von bis zu 230 Euro und zahlst für alles zusammen 160 Euro. Also du bekommst Ware für 307 Euro und zahlst 160 Euro. Das ist natürlich ein super guter Preis. Option 2 ist das gleiche in Weiß. Da bekommst du die Maschine in Weiß. Aber warum in Weiß, wenn man sie in diesem schönen Blau haben kann? Und bei der Option 3, das ist die, die es eigentlich immer gibt. Du zahlst 129 Euro. Suchst dir Ware aus im Wert von bis zu 230 Euro und bist dann quasi Demonstrator. Das Ganze wird portofrei geliefert, ein einziges Mal. Wenn du dann ganz normal deine Bestellung machst, musst du Porto zahlen. Und du bekommst auch gleich die ersten Geschäftsmaterialien mit dazu, was Kataloge angeht, Bestellformulare und so weiter und so fort. Wenn dich dazu noch mehr interessiert, dann schau gerne auf meiner Webseite. Ich biete regelmäßig Zoom-Webinare an oder Webinare, Zoom-Kennenlerntermine an. Da können wir alle Fragen klären, die du eventuell zum Einstieg hast. Ein bisschen was muss ja auch beachtet werden. Und dann können wir schauen, ob wir zueinander passen, ob wir ein Team werden wollen. Ich habe schon ein paar Leute in meinem Team und ich würde mich freuen, da vielleicht den einen oder anderen, der das geschäftlich betreiben möchte, noch dazu zu bekommen. Ich habe vor, einmal im Monat mit meinem Team Zoom-Webinare durchzuführen, wo man eben so geschäftliche Dinge besprechen kann, Ideen austauschen kann, auch gemeinsam basteln. Also wie gesagt, schau einfach, ob du Interesse hast, mach dir einen Termin zum Kennenlernen und dann werden wir sehen, ob wir zueinander passen und ob dir das ganze System gefällt und du da gerne mal reinschnuppern möchtest. So, dann vielleicht bis bald persönlich oder bis zum nächsten Mal. Tschüss!